Wenn ich damals wusste noch gar nicht, dass es bei ungünstigen Windrichtungen bei ihm im Schlafzimmer so riecht wie auf einer öffentlichen Toilette, denn unser Klärwerk terrorisiert hier die ganze Gegend. Unser nächstes Ziel, die Blumen fortwerft, aber bevor das so weit ist, sage ich einfach die Zahlen noch, denn die Zahlen sind ganz wichtig, das macht gar nicht müde. Der Hamburger Hafen ist der zweitgrößte Seehafen Europas. Wir haben letztes Jahr 10 Millionen von den Containern verladen. Man sagt immer wieder, gut, das ist viel. Ich finde das aber nicht so.